In diesem Video möchte ich euch den God Mode Glitch zeigen, Leute. Und zwar war ich gestern Nacht noch mit Matrix online. Er ist auch ein COD-YouTuber im englischsprachigen Raum und wir haben noch ein paar Sachen getestet, um herauszufinden, wie genau das Ganze funktioniert. Ich habe seinen Kanal auch in der Videobeschreibung verlinkt, könnt ihr mal abchecken, Leute. Kommen wir nun zum Glitch und hierfür braucht ihr nur einen Juggernaut Killstreak. Den Jugger könnt ihr auch verdoppeln, Leute. Ihr müsst nur einmal für 10.000 kaufen. Dann könnt ihr auch Clusterminen für 2.000 kaufen und jede Clustermine dann zu einem Jugger machen. Ich mache das jetzt mit einem Prezi, weil ich den gedroppt bekommen habe. Und zwar müsst ihr gleichzeitig die Taste, um den Jugger rauszuholen und den Prezi aufzuheben, gleichzeitig drücken. Wie ihr seht, droppt ihr dann den Jugger, aber ihr habt den Jugger trotzdem noch in der Hand. Dann könnt ihr einen werfen und den Jugger vom Boden wieder aufheben. Wenn euer Jugger dann da ist, dann legt euch neben ihn auf den Boden. Und jetzt müsst ihr als allererstes die Taste zum Aufmachen des Juggers drücken und danach ganz schnell losrennen. Dann seht ihr, Leute, wenn ihr das richtig gemacht habt, seid ihr in dieser Animation, ihr seid halb unter der Matte. Und hier müsst ihr aufpassen, sobald ihr irgendwo drüber klettert, dann seid ihr aus dem Glitch raus. Ich zeige euch das nochmal, Leute. Ihr legt euch neben die Kiste, haltet die Taste, um die Kiste aufzunehmen und direkt danach läuft ihr los. Dann habt ihr diese Animation. Jedoch seid ihr jetzt noch nicht im God-Mode, ihr müsst erstmal warten, bis der Jugger-Timer abläuft. Und dann werdet ihr sehen, ihr seid immer noch unter der Map. Und hier müsst ihr jetzt rennen und einen Hechtsprung machen, damit ihr wieder hochkommt. Und jedes Mal, wenn ihr einen Hechtsprung gemacht habt, Leute, treffen euch die Zombies nicht. Jedoch gibt es hier auch noch so einige Sachen zu beachten und die zeige ich euch auch jetzt. Immer wenn ihr rumläuft, dann seid ihr für die Zombies wieder hitbar. Und wenn ihr wieder in den God-Mode wollt, müsst ihr einfach rennen und einen Hechtsprung machen. Und wenn ihr dann im Hechtsprung seid, Leute, kriegt ihr, wie ihr seht, wenn ihr nach oben guckt, Schaden. Aber wenn ihr komplett auf den Boden schaut, dann kriegt ihr die ganze Zeit kein Damage. Und es gibt noch einige Sachen, die in dem Glitch zu beachten sind. Und zwar könnt ihr trotzdem durch Projektile getroffen werden. Zum Beispiel durch Söldner. Der Mangler kann euch anschießen und der Mimik kann euch aus dem Glitch ziehen. Außerdem müsst ihr zu Fuß unterwegs sein oder ihr klettert einfach auf irgendeinen Wagen drauf, den jemand anderes fährt. Weil ihr dürft selber nicht schwimmen, ihr dürft keinen Wagen benutzen, ihr dürft die Zipline nicht benutzen und euer Fallschirm nicht aufmachen. Das heißt mit der Versenkung fliegen, weil ihr seid dann aus dem Glitch raus. Natürlich könnt ihr das machen und könnt euch direkt danach wieder einen Jugger kaufen und das ganze Prozedere wiederholen. Das geht natürlich auch. Falls ihr trotzdem Schwierigkeiten damit haben solltet, könnt ihr gerne meinen Discord joinen und dort auch mal nachfragen. Ich helfe jeden, soweit ich kann. Und ansonsten würde ich sagen, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da und schreibt mir in die Kommentare, um den Algorithmus zu pushen. Und falls du noch kein Abo bei mir hast, kannst du jetzt ein kostenloses Abo dalassen und die Glocke aktivieren, damit du immer auf dem neuesten Stand bleibst. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao.